Hallo zusammen und willkommen zurück auf der nordfriesischen Marsch hier beim LS17. Und ich war offscreen fleißig und habe das Feld 1 und 20 komplett fertig bearbeitet, also ausgesät. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen düngen. So, jetzt müssen wir hier mal eben aufmachen. Ich musste tatsächlich auch noch mal Dünger holen. Saatgut holen, weil das ist doch reichlich viel drauf gegangen. Und wir haben jetzt hier noch 2700 gut drin. Und dann wollen wir mal eben düngen fahren. Das geht natürlich hier rucki zucki mit unseren schönen Düngersteuer. Und zwar hier natürlich durch den Busch. Das wollte ich natürlich nicht. Wir fangen gleich oben an. Bin mal gespannt, wie weit wir hier kommen. Aber er hat ja eine gute Reichweite. Von daher sollte das alles schick werden hier. So. Ja, Kontostand hat natürlich auch gelitten, wie ihr seht. Durch das Saatgut. So, dann wollen wir hier mal gucken. Einmal anschmeißen und den brauchen wir auch noch. Arbeitsbreite Automatik. Fahren wir weiter hier hin, damit er das Feld besser gleich anschauen kann. So, weiter hier rüber natürlich. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm, noch ein bisschen. Ja, komm, so passt das, würde ich sagen. So passt das. Und dann können wir den senken. Ne, der liegt dann auf dem Boden. Frage ich mich auch, ob das normal ist. So, ab geht er, der Peter. Bin ich mal echt gespannt, wie weit wir kommen. Weil das haut da ja doch ganz gut raus. Wahrscheinlich hätten wir einen kompletten Anhänger mit Dünger brauchen können. Mit Dünger. Dünger, Saat. Das ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Heidewitzka. Na komm. Bis auf 50% wäre ideal. Dann würden wir noch genau eine Tour wieder zurückschaffen. Sonst wäre das ein bisschen kontraproduktiv. Komm bitte. 56, 55, 54. Das reicht nicht, das reicht nicht. Ihr werdet wahnsinnig. Ihr werdet wahnsinnig. Meine Güte. Da geht echt was drauf. Ich frage mich allerdings, wir ziehen ja jetzt die ordentlichen Spuren rein. Wenn wir jetzt Pflegebereifung hätten, würde das dann auch so krass sein? Das ist echt böse. Naja. Das Feld 20 ist auf jeden Fall sehr klein.
Da haben wir die Problematik schon mal nicht. Und alle. Upsa. Da sackt der Boden ein bisschen ab hier. Das ist ein kleiner Hügel, genauso wie wenn wir jetzt hier hochfahren. Auch ein bisschen langsamer. Einmal reinhusten. Boah, das sieht man aber auch. Oh, hat doch gereicht. Uns hier vorbei quetschen. Hier ist übrigens Feld 20. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt, machen wir jetzt hier weiter. Da geht es auch nur. Nein, das ist blöd. Wir machen jetzt die nächste Spur. Und dann dürfte uns das dann ja gleich auch wieder passieren, ne? Müsste das ähnliche Ergebnis sein. Das dürfen wir noch nicht vergessen. Hätte ich, glaube ich, gar nicht eben auf den Düngestand geguckt. Ich habe extra noch ein bisschen Geld übergelassen, dass wir noch, wenn 1000 holen können. Auch 6 Euro Lohnzahlung nur. Kassiert ihr so viel nicht Stundenlohn, wenn er nicht arbeitet? Oder er hat vorhin, wo ich abgespeichert habe, schon berechnet und das war jetzt nur der Rest. Das kann natürlich auch sein. So genau kenne ich mich bei den Zahlungen an die Helfer auch gar nicht aus. Ja, und dann ist es eventuell auch bald Zeit, dass wir mal was verkaufen, wenn denn der Preis gut ist. Damit wir hier mal vorankommen und noch einen dritten Trecker uns besorgen können. Schmeißt einen immer hier raus. Große Felder. Wenn ich mir dann vorstelle, da gibt es ja Karten, die sind, wo die Felder 5, 6, 7 mal so groß sind und dann auch noch so komisch abgerundet, da würde ich einen Abriss kriegen. Trotz Helfer. Aber da werden die Helfer bestimmt auch ihre Probleme haben mit den abgerundeten Ecken. Das ist auch ein geiles Wort, abgerundete Ecke. Da müssen wir gleich unbedingt mal auf den Düngerstand gucken. Ich will nur ungern nochmal Dünger holen. Und das Feld. Welches ist denn das? 2? Genau, 2 müsste ja auch noch gesät werden. Aber das werde ich dann auch offscreen machen, denke ich. Oh, 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 und? Jawohl.
ist genau aufgegangen. So, jetzt unbedingt auf den Düngestand gucken. So schwer ist das Gerät doch gar nicht, zumal es auch leer ist. Gut. Na, das sieht nicht gut aus, ne? Auch doch 3800. Ich dachte noch 300. Flop. Einmal reingepupt. Und weiter geht's. Bin ja mal auch schon auf die großen Traktoren gespannt. Muss da auch noch ein paar runterladen. Weil selber gefahren habe ich die Dinger ehrlich gesagt noch nie. Weil man will ja nicht unbedingt mit dem High-End-Geräten anfangen. Zumindest ich nicht. Ich will die mir halt verdienen. Hier im Spiel. So. Und den Schwierigkeitsgrad auf leicht. Nein, das will ich auch nicht. Dass man mehr Geld macht. Ich habe ihn jetzt auf normal. Ich denke, für ein Let's Play ist das auch ganz in Ordnung. Und hier wird es auch definitiv mehr Folgen geben als auf der Bjornholm. Weil wie gesagt, hier gibt es so viele Warenkreisläufe noch zu entdecken. Und da bin ich echt gespannt drauf. Damit wir dann beim LS19 richtig durchstarten können. Den werde ich mir dann auch gleich am Anfang kaufen und hoffen, dass ein paar dann vielleicht bei mir gucken. Wäre ganz nett. Wobei, da wird beim LS19 die Standardkarten. Ich bin ja mal gespannt, wie es wird. Sollten mal ein paar von den Kartenmoddern einstellen. Und denen erstmal zeigen, wie Karten gebaut werden. So. Na guck, jetzt kommen wir auch hin. Mit den 50 aus. Wenn man ganz knapp vorher einstellt, passt das auch. Ah, da hinten hat ein Stück gefehlt. Ja, mein Gott. Fangen wir in der nächsten Düngestufe dann da an. Im Sommer. Ich glaube, ich habe ja 3 Düngestufen ausgewählt. Ich horst. Aber ich glaube, das Groban zählt doch auch schon als eine Düngestufe, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Joa. Da brauchen wir nicht ganz so weit auf der letzten Bahn. Und merke, nächstes Mal einen. Ja, der Anhänger nützt auch nichts. Den können wir ja nicht so beladen, den Anhänger. Da müssten wir schon die Big Packs bzw. die Düngecontainer draufstellen. Was auch wieder blöd ist. Dann fahre ich lieber dahin. Zum Silo, das ist nicht so weit. Das sind ja alles hier keine Entfernungen. Und vor allem alles ebenerdig. Wie hat der gute PVB okay gesagt, kannst dich montags auf den Deich stellen und gucken, wer mittwochs zu Besuch kommt. Das kenne ich, diesen Spruch kenne ich eigentlich nur aus Ostfriesland. So, fertig. Nächste Tour. Und dann sind wir fast fertig hier. Super. Oh, 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 oh.
Das ist das dritte Mal, das Verfahren, ne? Fahren wir jetzt mal hier lang. Das heißt, wir haben schon 1500 Einheiten verbraten. 1500 Kilo. Wow. Nee, so wollen wir nicht drauf fahren. Dann fahren wir da schräg, dann düngt er die eine Ecke nicht. So. Gudi. Macht da noch zwei Spuren. Aber das braucht ihr euch nicht mehr angucken. Ich habe euch lang genug gequält. Und mit diesen Bildern des rausfliegenden Düngers verabschiede ich mich für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da, das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis demnächst hier auf den Marschen oder in einem meiner anderen Videos. Macht's gut, tschüss und ciao, ciao.